Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Tales of Graceless F. So. Wir befinden uns in den Wüstenruinen, den Ruinen von Strata oder den Ruinen rund um Duplemar. Ich bin jetzt nicht sicher, wie sie heißen. Ich habe nicht drauf geachtet. Das sollte aber reichen, um euch ungefähr ein Bild dessen zu geben, wo wir sind. Und schlussendlich sind wir hier immer noch mit den Gegnern beschäftigt. Unter anderem zumindest. Die immer noch sehr, sehr empfindlich reagieren auf Gefrieren. Beziehungsweise Eistechniken, aber naja, Jacke wie Hose. So. Müsste so gehen. Jawoll. Ich hab ab und zu mal die Rätsel auch raus, ja? Und die Weisheit mit Löffeln gefressen sowieso. Aber das kommt selten vor. Wobei ich bezweifle, dass ihr es toll findet, wenn ich dann jedes Mal bei einem Rätsel stecken bleiben würde. Aber davon gibt es hier relativ wenig, also... Rims, Rams, Kabums und weg ist der Gegner. So finde ich das schön. So gefällt mir das. Aber das habe ich ja schon mal erwähnt. Uralte Funken. Fackelflamme. Flamme für eine Fackel. Brennt aufgrund des Feuerelle. Super. Ernste Angelegenheit. I wonder if these flames are from ancient streetlights. Of course, that would mean this used to be a city. Perhaps this was once the center of Strata. Ooh, ancient ruins? Then there could be ghosts. Oh, stop. Cut it out, Pascal. Ghosts aren't going to come out in broad daylight like this. Right, Asbel? Are you even listening to me, Asbel? I heard you. Look, if we don't get that Valkanus repaired quickly, Ulaberte is going to dry up just like this place. So let's just try to keep moving, okay? Right, let's go! Yeah. Oh, sure. Now they're acting all serious and I'm the one screwing around. Ja. Wie kannst du nur? In so einem ernsten Moment. Oh Mann. Aber gut. Oh nein. Ich hau trotzdem drauf. Ihr könnt mich mal hier. Okay, ich sollte vielleicht nicht so sehr draufhauen. Während ihrer Elf-Wende, aber naja, gut. Ich lebe ja noch. Gerüchte-Liebhaberin-Titel, super. Für nichts. Ja, mein Mixer ist vollständig leer. Jetzt muss ich mich natürlich wieder auf Heilung verlassen, aber gut. Okay. Oh mein Gott, ich stecke fest. Ah! Wie wär's dann so? Jawohl. Da man auch wirklich keinen negativen Effekt hat und soweit ich weiß auch nicht mal einen Titel bekommen würde, wenn man die Rätsel auf Anhieb alle löst, ist das sowieso völlig egal im Großen und Ganzen, ob man dann ein bisschen was falsch macht oder nicht. Von daher, Hauptsache ihr löst die Rätsel. Beziehungsweise Hauptsache ihr kriegt dann hin, die Schätze zu bekommen, nicht wahr? Wow, 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 wow. Hilfe, lasst mich mal in Ruhe. Ja. Und weil mir keiner hilft, töte ich natürlich zwei Gegner auf Anhieb dann. Mit denen ist es auch gefrieren, nur irgendwie schwächer. Naja. Wie auch immer. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt hoch muss. Wir sehen auf jeden Fall, dass hier noch eine Menge Gegner auf uns warten. Also ich habe noch eine Menge zu tun. Lalalala. Ich glaube, Moonlight Circle hatte auch eine Art Gefriereffekt. Ich bin mir nur gerade nicht sicher. Und ich renne natürlich volle Kanne aus dem Healing Circle raus und habe davon überhaupt nichts. Super. Immer gut. Wozu auch den Effekt der Heilmagie ausnutzen? Ne? Warum? Wofür? Hm. Hier ist Wasser. Oh. Da komme ich ja gar nicht an den Schatz ran. Wie traurig.
Die Fledermäuse lasse ich jetzt mal links liegen, denn wir gehen jetzt erstmal hier hoch. Ich muss erstmal den Stöpsel finden, sonst hat das da sowieso keinen Sinn. Okay. Nein, Quatsch. Schon Quatsch. Glaub, oder? Nee, Quatsch. Oder? Ach, keine Ahnung. Kann sein, dass das jetzt Quatsch ist. Nee. Hahaha. Okay. Irgendwie. Ich weiß auch nicht. Habe ich erst gedacht, ich mache Quatsch. Dann habe ich doch keinen Quatsch gemacht. Und dann dachte ich, ich mache immer noch Quatsch. Und. Ach. Was doch. Es hat funktioniert. Mehr wollen wir auch gar nicht wissen. Es funktioniert. Wir sind drüber gekommen. Gut. Ihr könntet mich ruhig mal heilen, ne? Ich meine, ich sehe deren HP, die sind alle fast voll und ich habe mehr als die Hälfte eingebüßt. Sagt doch viel über meine Spielweise aus, aber gut. Das lassen wir jetzt mal außer Acht, dass ich mich da immer in Selbstmordaktionen verstricke. Töten wir erstmal den hier. Okay, und den, wer auch immer mich jetzt geheilt hat, den Heilzauber habe ich nicht mehr mitgekriegt. Was auch eine Menge über meine Spielweise aussagt, dass ich eben nicht mal mitkriege, wenn das da jemand macht. Ah, wir haben die Seelenkugel für irgendeins der Monster gekriegt. Ich würde mal schätzen, entweder den Feuerelementar oder der Echse, aber das sagt halt so im Prinzip gar nichts aus, weil... Ja, das waren die beiden Viecher, die da drin waren. Entweder oder. Mehr nicht. Schausteller. Steh da. I hope Lant is still okay. Hey, I'm sure Hubert is doing a great job. I'm not worried about that. I'm worried about... Richard. Yeah. What happens if he goes back to Lant? It only survived last time because of Sophie. But next time, we may not be so fortunate. I wonder what made Richard the way he is now. Why is he hurting everyone? Is he still our friend? Yes, he's still our friend. And if he's involved with trouble that he can't handle, I'll stand by his side and help him figure it out. Yes. I will too. Good. He put us through a lot, Asbel. But I just wanted you to know that I'll stand by him too! She stole my line! Oh nein! Wie kann sie nur? Herrlich. Einfach nur herrlich. I can't believe I'm standing in front of Duplamar. It's amazing. I never thought I'd see it in person. But the color looks a little yeesh. Ich würde mal sagen, er sollte blau sein, so von wegen Wasser und alles, aber hm. The president has asked us to investigate the Valkenis. So, may we please take a look? If you have official permission, be my guest. Please. Wir haben schon alles versucht. Wir haben sogar dagegen getreten und trotzdem funktioniert er immer noch nicht wieder richtig. Oh, I see. That totally makes sense. Macht's das? So this section is all broken and stuff, and it's causing some kind of weird interference. Aha. Well, in that case. What the fuck? You just have to use Mr. Drill. What the? Jetzt sag mir nicht, das funktioniert. What did you just do? I was kind of just winging it, but looks like it might have worked. Who are you people? Enemy attack! Huh? Oh nein. Richie! Richard, why are you here? Answer me! But why? Stop! No, I can't fight Richard.
Warum nicht? Haben wir schon mal. Scheinbar kann er auch gegen dich kämpfen, ey. Was ist das? Dare to interfere? Okay. Es ist Zeit für einen mehr oder minder Bosskampf. Gegen die Dispater. Naja, sie sind Drachen. Sie sind Drachen. Oder sind das Drachen? Oder sind das Adler? Ich weiß nicht. Anfällig für Nova und Verbrennung. Das heißt, Feuerart und Donnerart sind hier the way to go. Hab ich sowas? Also, Nova, klar. Ich meine jetzt eher... Ich habe keine Feuerart, ne? Wasser, Klingen, nö. Okay. Aber ja, Feuerart oder Novaart wirken hier Wunder. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Kreaturen auch mal wieder gerne sich eine Nova-Barriere aufbauen. Wenn sie es tun sollten, dann habt ihr auf jeden Fall mit den Donnerart kein Problem, beziehungsweise... Wow. Heute fangen die Leute aber ganz schön laut. Ja, auf jeden Fall mit den Nova-Techniken, die ich ja immer Donner-Technik nenne. Ich meine, das heißt auch Donnerbeben, ne? Und heißt nicht Nova-Beben oder sowas in der Richtung. Da habt ihr schon genau das richtige Mittelchen für diese Gegner. Ansonsten einfach darauf achten, dass ihr geheilt bleibt, aber im Normalfall, wenn ihr jetzt zum Beispiel so wie ich spielt, dann seid ihr nun mal Aspel und ihr haut einfach drauf, ihr achtet jetzt nicht unbedingt auf die Heilung. Da haben wir die Nova-Barriere. Ich weiß nicht, ob meine Leute die selber wegkriegen können oder ob ich das machen muss. Also, ob sie eine Donnerart haben oder nicht. Ich habe sie jetzt aufgelöst, das ist okay. Dann können wir nämlich weiterkämpfen. So wie bisher. Aber das sind dann die Dispater, hießen sie ja. Dispater, Dispater, wie auch immer. Keine schweren Gegner. Sie gehören auch wieder mal nicht zu den Endboss-artigen Kreaturen, die uns einen... Was wird das? Aua. Die uns eine Trophäe für eine Minute Kämpfe einbringen. Also... Im Prinzip... Oh Gott, ist der Bereich groß. Ich habe ja versucht auszuweichen, aber der Bereich ist dann doch ein bisschen zu groß dafür. Ich meine, selbst von dem, da wurde ich noch getroffen. Da geht Sharia down und Sharia wird sofort wiederbelebt. Muss ich wenigstens mal meine Tränke benutzen. Ich habe so viel von dem Zeug und muss das nie benutzen. Der hat noch aber verflucht viel HP. Meine Güte. So, wir kümmern uns jetzt erstmal um den anderen da. Auch wenn ich jetzt erstmal einen auf die Fresse kriege, wieder von dem hinteren da. Au, 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 au. Wenn einer weg ist, habt ihr sowieso den Kampf im Großen und Ganzen schon gewonnen. Das größte Problem beziehen die Gegner nur mal daraus, dass sie zu zweit unterwegs sind. Tja, ich bin der Einzige, der davon nicht getroffen wurde, weil ich würde jetzt gerne sagen, weil ich awesome bin, aber einfach nur, weil ich darauf achte, was der Gegner macht. Aber ja, ihr merkt, ein Gegner alleine hat jetzt nicht unbedingt denselben Schwierigkeitsgrad wie die beiden Gegner gleichzeitig. Und das war's dann auch. Der war völlig in Ordnung, okay. Ich meine, ja, gut. Ich musste eine Flasche des Lebens benutzen. Trotzdem, völlig okay, kein Problem. Where's Richard? What is he doing? Gute Frage. Die Hand ausstrecken. What are you trying to do now? No! But that's impossible. He's draining out the Vulcanus Creus. Okay. According to our instruments, there's nothing left. What do we do? I find the sight of your face utterly disgusting. As long as you exist, we can never know peace. We will settle this someday. So prepare yourself.
Sophie, what's wrong? No. Richard. Richard is my friend. I can't do it. It will make everyone so sad. Sophie, get a hold of yourself. I'm all right now. Asbel, about Richard. If we don't stop him soon, something bad will happen. But Richard is our friend. So it's wrong to fight him. And yet, I tried to attack him. I'm sorry. Sophie, we all feel bad about it. We need to know why he's doing these things before we fight him. Also brauchen wir einen Grund zum Kämpfen, ne? Dass ich durchgehe. It's so strange. I don't understand what happened. How was King Richard capable of such a feat? Ich wollte schon sagen, das ist eher die Frage. Wie hat er es geschafft? Was er gemacht hat, ist klar. Er hat ihn ausgesaugt. Well, I'm sorry, guys. Even I don't know what to do now. But this is terrible. What will happen to our nation without the Valkenous Kreas? Asbel, what are you going to tell the president? I'm going to tell him the truth. I think that's all we can do now. Richard looked the same. He looked just like he did when we fought in Lant. What's happened to him? Maggie? Asbel, will Richard always be like he is now? I sure hope not. No, I refuse to believe that. Come on, let's go back to see the president. There's nothing more to do here now. Ja, das Ding ist eh ausgelutscht. Unabhängiger Geist. Ein neuer Titel. Für uns. Nur für uns. Aber ja. Ach ja, genau. Duplimar sollte ich vielleicht auch nochmal entdecken. Das gehört ja auch immer dazu. Duplimar. Stockfinster. I can't believe the Valken has turned all black. To my knowledge, such a thing has never happened before. And even worse, we seem powerless to change it. How could this happen? Why would Richard do such a thing? Richard is my friend. There should be no need for us to fight. Then why do I feel this way? I don't understand. Sophie, are you okay? Hang in there. Okay, I'll be all right. What's going on? This doesn't feel like me at all. Sophie? Seltsam. Ja, das, meine lieben Leute, war Duplimar. Schön, dass man nach hinten hingehen kann. Dass man sogar eine andere Kameraeinstellung dafür kriegt. Ja. Ich weiß gar nicht, ob hier noch irgendwas war. Das ist auf jeden Fall nicht so gelaufen, wie wir das wollten, ne? Und eigentlich würde das bedeuten, dass Hubert nun mehr oder minder abgezogen wird aus Lant. Ob das jetzt so ist, ist natürlich die andere Frage, aber eigentlich war das ja das Thema, um das es da sich groß gedreht hat. Ist hier noch ein neuer Skit? Nö. Skittle-doodle-doo. Auf jeden Fall ist jetzt der Weg hier frei. Was ganz praktisch ist, da werde ich nicht lügen, das ist sehr praktisch. So, jetzt können wir einen teuren Schreibtisch herstellen. Und ein Giftgefrierbann herstellen. Ja, oh Gott, so viel zum Herstellen. Tomatenparfait. Würde ich nicht essen wollen.
Ah, können wir noch eben schnell machen. Dann kann ich das Flambeusch wieder dualisieren. Es gibt auch gar keinen Grund, warum ich es dualisiere. Sollte ich vielleicht da erwähnen. Das ist einfach nur, ich mach's, ich mag's. Vom Aussehen her ist das eigentlich gar nicht. Aber im Großen und Ganzen hat Dualisieren für mich zum momentanen Zeitpunkt im Spiel keinen großen, ich sag mal, Effekt. Es ist mir im Großen und Ganzen egal. Ich mach's einfach nur ab und an und dann ist wieder gut. Das ist halt für mich persönlich etwas fürs Endgame. Das brauche ich nicht jetzt machen, das kann ich später machen. Und ihr seht, warum ich jetzt zurücklaufe. Das Wasser ist weg. Zurück bleibt ein Buch der Verdopplung. Das ist wunderbar, dieses Zauberbuch. Denn das bedeutet, wenn ich dann einen Gegenstand herstelle, dann stelle ich zwei Stück gleichzeitig her. Und das ist immer gut. Also packen wir das Buch rein. Ja, und mehr Aleth. Alles klar, Leute. Das war's zu diesem Part. Hoppala. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Tales of Graces F. Wir müssen jetzt nun mal leider zum Präsidenten zurückkehren, um ihn von unserem missglückten Unterfangen berichten. Leider. Nun gut, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss, Leute.